Don't play with it, don't be decided. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute dabei bist. Heute mal anders, denn wir haben Oktober, Halloween steht vor der Türe. Ich habe einen kurzen Short gemacht und ich habe mir gedacht, bevor ich diesen Look wieder weggebe, möchte ich mit euch gleich den TK Maxx Haul abdrehen, damit ihr schnell rennen könnt zum TK Maxx. Und Leute, normalerweise sage ich diesen Satz nicht, rennt, rennt, rennt. Ich mag das nicht, ja. Wenn jemand was kaufen will, soll er kaufen. Aber immer dieses rennt da, Maxx hat wirklich so tolle Sachen. Kylie Jenner, dann Norvina Paletten, Beverly Hills Palette hat eine gehabt, die war mir aber zu neutral. Root Cosmetics, ganz viel Disney, ganz viel Skincare, Tree Hood, das gibt es ja bei Müller, dieses Tree Hood, das sind diese amerikanische Peeling. Also ich muss wirklich sagen, der hat so schöne Sachen gehabt dieses Mal, nicht immer dieses ramschige, geöffnete, also es waren wirklich schöne Sachen und wunderschöne Weihnachtssets, wunderschöne Sets, zum Beispiel ein Badehandtuch mit einem Haarföhn und dann extra noch so ein Kerastase-Shampoo. Also so richtig schön. Und die Taschen, oha, die Taschen waren auch so schön. Ich wünsche mir ja schon lange eine Moschino oder Moschino. Wie sagt man das? Moschino oder Moschino? Moschino oder Moschino, A oder B? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich wünsche mir ja schon so lange eine und ich habe eine gestern gesehen, die wäre genau so, wie ich es mir vorstelle, nur die war Peach, ja. Und Peach und ich und Kind, habe ich mir gedacht, ich wollte unbedingt eine schwarze. Und die war gar nicht so teuer, 59 Euro für die Marke ist das wirklich okay. Ich möchte euch heute meinen TK Maxx Haul zeigen und zwar fangen wir gleich an mit den ersten. Und zwar habe ich das gesehen und ich habe gesagt, oha, das ist ein Beauty Organizer mit 14 Beauty Blender, 6 Puffer, 100 Kottenstäbe und 30 Cotton Runes, das sind diese Wattepads. Leute, ich suche das schon so lange, sogar auch beim Temo habe ich das gesucht. Ich suche so Behälter, ja, ich zeige es euch gleich. Das hat gekostet 17,99 Euro. Ich suche sowas, damit ich mein Make-up schöner, besser organisieren kann. Also wenn ich von denen jetzt noch 3 hätte, dann könnte man das super toll bei diesem weißen Pack hinstellen. Aber es kann natürlich auch ein bisschen noch länger sein, dass man die dann so oben hochstellt und dann, weil es durchsichtig ist, weiß man dann immer, wo was ist. Und ich muss sagen, für den Preis super, weil wir haben hier einen großen Beauty Blender gehabt und ganz viele Beauty Blender und die sind richtig schön und weich und auch diese wunderschönen Puffer. Zum Setten und so finde ich die richtig gut. Und ich muss sagen, wenn man das im Badezimmer hinstellt, das schaut schon sehr, sehr nice aus. Ich werde noch einmal schauen bei Temo oder beim Primark oder beim TK Maxx, war aber nur eins da. Wie gesagt, wenn ich das bekommen würde mit leeren Behälter, würde ich mich auch schon freuen. Aber ihr Lieben, sowas kann man immer gut gebrauchen, dass man einfach weiß, wo sind seine Wattestäbchen oder wo es einfach so ein bisschen, dass es organisierter ist und für den Preis und mit diesen ganzen Beauty Blender habe ich gesagt, komm, nimmst das. So, dann meine Lieben, gab es von Spectrum Mickey Mouse Pinsel. Ich wollte mir das ganze Set kaufen, ich habe mich dann doch umentschieden, weil ich dann eine Lidschattenpalette gesehen habe von Norvina und dann habe ich mir gedacht, naja, die Pinsel und das, naja, irgendwo musst du ein bisschen jetzt dich einbremsen. Auch für mich viel. Also wenn ich jetzt dann noch etwas kaufe und dann am nächsten Tag, es läppert sich halb zusammen. Und deswegen war ich vernünftig und habe mir gedacht, gut, als Trostpreis nimmst du nur einen Pinsel von denen. Und der kostet 3,99 statt 9 Euro. Und das ist so in einem Mickey Maus. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob die Bürste da, also die Haare auch so gut sind, wie die, was ich geschenkt bekommen habe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss wirklich einmal vergleichen, aber es fühlt sich aber gut an. Es hat aber am ersten Blick irgendwie ein bisschen anders ausgeschaut, als die, was ich kenne.
Und ich muss sagen, Spectrum sind wirklich gute Pinsel. Ich mag sie sogar ein bisschen lieber als die Real Technique. Dann habe ich Root Kosmetik gesehen. Und zwar gab es ein Setting Spray für 4,99 € statt 8,50 €. Und da bin ich gespannt, wie die Verpackung ausschaut. Der Root Kosmetik hat Verpackungen, die können die Verpackung immer gut machen. Radiant Lasting Mist. Und zwar Lightwear Illumination. Aha. Schaut's her, schaut richtig schön aus. Und ich weiß, riecht angenehm. Ich weiß, dass Root Kosmetik schöne auch Make-up-Produkte hat. Den Setting Spray von Charlotte Tilbury, diese Eros Flawless, dieser Spray, dieser Brush, der steht auf jeden Fall auch auf meine Wunschliste. Ich meine, das ist jetzt wirklich okay für jeden Tag, aber ich habe den getestet gehabt gestern. Auf der Mayfairstraße gibt es auch einen Douglas. Und Leute, der Spray ist einfach gut. Schon alleine wie er riecht und so, man merkt einfach den Unterschied. Und diese Creme, diese Pilot-Creme, die weiße und die Nachtcreme, ma, Leute, probiert's die mal. Kennt ihr die? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ihr müsst da unbedingt einmal, wenn ihr einen Test habt, einmal testen. Diese Creme, diese Konsistenz, das ist richtig, wirklich Luxus, ja. So, fangen wir dann an, bevor ich dann so lange hin und her mache. Genau, da habe ich zwei gekauft, weil eines brauche ich für ein Geschenk. Dann habe ich etwas entdeckt von Wet n Wild und Wet n Wild kann richtig schöne Verpackungen machen. Das ist eigentlich ein Setting-Puder, der hätte gekostet 11,99 €, habe ich bekommen für 4,99 € und mir hat das so gut gefallen und ich bin gespannt, wie dieser Setting-Puder von der Farbe ist. Also ich hoffe, dass das jetzt etwas Helles ist. Also ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist. Und ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, das schaut so süß aus. Wet'n'Wild hat ja auch wirklich schöne, auch Disney-Sachen. Der Puder ist aber gut. Das ist aber gut. Ja, die Farbe ist okay. Seht ihr das? Also es ist jetzt nicht das Hellste, aber es ist okay. Und ich muss schon sagen, wenn man das jemandem schenkt für Weihnachten, also ich würde mich freuen, weil es einfach zuckersüß ist. So, dann haben die noch mehr gehabt. Und zwar haben die gehabt, das ist auch von Marilyn Monroe, ist es eine Lippengloss mit einem wunderschönen Lip Liner. Der hat gekostet auch 4,99 € statt 11,49 €. Und ja, ich finde die Farbe auch richtig schön. Wir werden das auf jeden Fall in einem Short testen, weil jetzt alles testen werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Genau, und dann habe ich noch etwas entdeckt. Und zwar, es gab solche Blushpuder, die ausschauen wie Pizza. Und da habe ich mir einen mitgenommen und einen zu verschenken, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, oha, aber ich kenne diese Marke nicht. Das ist RMT Romantic Beauty. Also, wie gesagt, ich kenne diese Marke gar nicht. Aber es schaut so aus, als hätten die schöne auch Verpackungen, denn das ist nämlich eine Pizza. Die hat aber hier so zwei, also die Verpackung hier, seht ihr das? Das schaut aus so wie Pizza und auf dieser Seite hat sie noch einen Spiegel. Also ich muss schon sagen, dass das richtig, richtig nice ist. Also ich kannte diese Farbe von denen, ich kannte diese Marke von denen gar nicht. Ja, und da habe ich einmal die genommen, die Farbe, und einmal etwas in einer anderen Farbe. Genau, eines möchte ich herschenken und so schaut das aus. Also ich finde das schön, weil es eigentlich, man hat wie ein Bronzer bisschen und auch ein Blush. Und ich muss sagen, es ist ja auch wirklich sehr, sehr praktisch. Na, diese Marke kenne ich nicht. Und eines möchte ich herschenken. Genau. Also ich bin gespannt auf die Sachen. Wir werden es auf jeden Fall testen. Genau, und dann habe ich noch einmal das gleiche gekauft, eben
für ein Halbgeschenk. Genau. So, ihr Lieben, und jetzt kommt das Beste vom Besten. Und zwar habe ich eine Norwiener Lidschattenpalette entdeckt. Die hätte gekostet 73 Euro und ich habe sie bekommen für 29,99. Also Leute, das ist ja mehr als die Hälfte günstiger. So schaut sie aus. Also wirklich wunderschön. Wie gesagt, also die Lilane hätte mich ja wirklich auch sehr angesprochen. Also es gab noch einige Sachen, die gut also sein. Und jetzt schaut euch ja mal bitte diese wunderschöne Lidschattenpalette an. Und auf dieser Lidschattenpalette ist gestanden, nicht nur für Face, sondern auch für Body. Also ich schätze mal, das ist auch eine Body Paint. Und man kann jetzt für Halloween kann man super, super schöne Looks machen, finde ich. Und die andere, die Lilane, das war auch so eine schöne warme Farbe. Mir gefallen diese orangenen Farben, dann das Lila und auch. Ja, also richtig schön. Das könnte man jetzt darauf geben, weil ich eh auch so Silber und so. Einfach einmal zu schauen, aber schaut mal, wie das Silber durchkommt, obwohl ich schwarz angemalt bin. Also ich schaue mir das noch einmal an am Wochenende und ob ich mir noch diese andere hole. Also es schaut richtig hochwertig aus. Und wir können ja gerne einmal swatchen, das Orange. Butterweich. Und schaut mal die Qualität. Na gut, hätte ich mich auch nicht anders erwartet. Die Qualität richtig gut. Auch diese, das ist auch so ein Butterweich. Diese Farbe schaut auch wunderschön aus. Sie ist ein bisschen nass, also sie ist ein bisschen so cremig. Deswegen bröselt sie hier ein bisschen, seht ihr? Moment. Aber das macht nichts, weil manchmal muss das auch so sein. Aber auf jeden Fall, Leute, was soll ich sagen? Und wisst ihr, was so schön ist? Das hat so wie ein 3D-Effekt. Komm her, Schatz. Seht ihr das Glitzer? Das ist nicht nur ein Glitzer, sondern das sind so wie Schimmereffekte. Wow, Leute, also ich bin wirklich stolz, dass ich das gekauft habe. Ich habe sowas Ähnliches, aber nicht in so einer guten Qualität. Also mir gefällt das richtig gut. Ich bin so gespannt auf die anderen Farben. Und das Blau und das Ganze, da kann man auch einen wunderschönen Meerjungfrau-Look machen. Also ich hoffe, dass ich noch die Lilane bekomme, weil die Farben waren so schön warm und es waren so schöne Farben, die ich so auch nicht habe. Und ich denke mir halb, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dieses Jahr noch einen Adventskalender kaufen werde, weil ich noch immer nicht weiß, welcher. Ich habe mir einfach überlegt, wenn der Douglas 25% hat, dass ich mir vielleicht die Drunk Elephants und die Charlotte Tilbury Produkte, die ich haben will, dass ich mir die eventuell extra kaufe. Oder ich finde noch einen Adventskalender, wo ich wirklich sage, der lohnt sich. Ja, den Action-Adventskalender möchte ich noch unboxen, auf jeden Fall. Da finde ich die Sachen gut für den Preis und ich möchte es mit euch testen. Aber sonst, ich würde auch so gerne den Sephora-Adventskalender kaufen. Auch nice. Und wir haben noch ein paar Produkte, die ich schätze und oder die mir gefallen. Was soll ich sagen? Ich bin noch sehr unentschlossen, was die Adventskalender angehen. Aber bevor wir mit dem Video beenden, wollte ich euch sagen, ich habe gestern bei dm dieses Midnight Beat gesehen, das sollte so wie Blut darstellen und wir werden das auf jeden Fall testen in einen Short. Ich finde es schön von Essence, dass die auch einmal so eine Halloween-Kollektion rausgebracht haben, weil ich glaube nicht, wann hat Essence eine Halloween-Kollektion rausgebracht. Also ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall, ihr Lieben, bin ich mega, mega happy. Erstens einmal für die Lidschattenpalette und zweitens einmal, dass ich jetzt auch mehr Blender habe, auch für die Halloween-Looks und endlich einen coolen Organizer. Und ich habe endlich einmal diese Palette und ich muss wirklich sagen, Qualität ist wirklich 1A top.
Meine Lieben, wir kommen leider am Ende. Ich weiß, ich habe jetzt nicht viel gezeigt, aber auch die kleinen Sachen haben schon 88 Euro gekostet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinen nächsten Videos.